Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest. Ach, die Reise des verwunschenen Königs. Ja, wir hatten jetzt zuletzt noch gespeichert und uns noch angeguckt, dass Jessica gleich ein Level aufsteigt. Und ich habe keinen Sound, weil ich ihn ausgemacht habe. Da ist er. Und ich noch was kurz essen war und mich stärken habe. Ich weiß nicht, was noch uns erwartet auf dem Rest. Und dann würde ich mal sagen, ja, wir packen uns die Kugel mal. Benutzen. Gehen wir nach Vampyra. Ich müsste. Ne, jetzt muss ich selbst mal schauen. Einmal nochmal drehen. Wüstenstadt. Muss hier hinter irgendwo sein. Neos. Ich verpeile mal, wo die alte Stadt ist denn. Da. Suchen wir mal nah an das Tor ranzukommen, da ist es. Und zack, ja. Alle landen! Passen vorne gelandet, sauber. Ja, das sind's auch. Papa, wir herkommen. Können wir es hier ein bisschen schneller machen? Danke. Ah. Der Stab. Wenn ihr zerbrochen ist, wird er Zeit jetzt bei seinem Ess. Dann könnt ihr gegen ihn kämpfen, okay? When the four of you pray for its power in unison, one by one, okay. I know more. Das heißt, jeder von uns hat irgendwie diesen Stab und wir müssen den. You must fight him now. Take the scepter. Jeder hat von uns so ein Stück Stab. Und den müssen wir alle gleichzeitig, also alle vier, in einer Runde einsetzen. Und dann ist er angreifbar. Und das müssen wir 7 Mal machen, weil pro Runde oder pro gelungene Runde kommt halt so ein Typ der Weisen. Das heißt, wir müssen hier Gepäck. Echo. Goldflügel. Beten. Gepäck. Goldvogelzepter beten, Jessica Gepäck beten, Angelo Gepäck beten. Haben wir auch. Kaboom. Okay, und wir müssen uns zwischendurch bestimmt heilen. Alter, der macht 2 Angriffe. Das ist jetzt der Endgegner. So, und jetzt können wir, glaube ich, angreifen. Hab ich gar nicht mal. Moment. Bin ich dort drinne? Nochmal Urknall gleich zuerst. Dann würde ich sagen, machen wir mit Angelo mal eine Multi-Heilung. Sonst kurz zwischendurch heilen. Aua. Ei. Ja, das heißt, Flinkheit bringt uns hier null. Hier können wir noch keinen Angriff starten. Oh. Wie sein Auge darauf macht. Oh, nee, ey.
machen wir eben eine Mega-Heilung. Und dann machen wir hier Abwehr, Abwehr. Und hier machen wir Zauber-Multi-Heilung. Jetzt wird das nix. Okay, ich glaube, ich muss 7-mal das erst hintereinander machen. Oh mein Gott. Er stirbt. Mist. Gar nicht geil. Wie kriege ich den jetzt wieder auf? Zauber. Neue Chance. Zauber. Hab ich nix. Zauber kann ich diese Mega-Steckung machen hier. Hab ich hier auch nicht neue Chance oder so? Energieschub. Oh shit. Boom ist gar nicht mal so schlimm. Das geht, aber jetzt noch eine Heilung rausschieben, das ist immer heftig. Ah, shit. Ja, ich kann nur mit ihm neue Chance machen. Muss ich mit Jengis Mittelheilung auf ihn machen und Jessica muss ich mit dem Gepäck Fähigkeit selbst heilen. Geht nicht anders. Ich muss ihn erstmal rausholen wieder. Doch Zeit. Alles wieder weg. Shit. Och komm. So langsam ist das nicht mehr geil. Zack. Nur gegen sich selber einsetzen. Nimm nicht so viel Schaden. 26 Glück gehabt. Ah. Das macht ein bisschen Aggro. So. Jetzt stirbt er gleich schon wieder bestimmt, ey. Und jetzt gib einfach Jengis das. Der kann das Ding aushalten. Ja, 24 noch, lächerlich. Nein, warum habe ich denn jetzt das gemacht? Oh, Glück gehabt. Mein Gott. Mega Heilung. Zauber Mega Stärkung. Beschleunigung. Mega Stärkung. Alter, was ist das denn für ein Kackgegner? Naja, prall's ab, ey. Weißt du, in so wichtigen Momenten prallt er alles ab. Und jetzt die Heilung abhalten, der knallt. Glück gehabt, ey. Mega Stärkung nochmal. Wenn nicht alles so weh tut. Schmorgel, bitte, bitte, Jengis. Nein. Ah, das ist ein Weiser, der daneben uns ist. 83, ach du Scheiße. Nee. Doch, ich muss ins Gepäck. Ins Gepäck. Was sind da? Beten. Gepäck. Beten. Gepäck. Beten. Gepäck. Beten.
geht das jetzt schnell. Na, bitte nicht. Hahaha, Glück gehabt. Tut ihm aber auch nicht weh, weil er keinen Schaden nimmt, ne? Ja. Ah, bitte nicht. Aua. Aua. Nummer 2. Ganz kurze Vorheilung hier. Cengiz macht eine Mittelheilung auf sich selber. Ich habe da noch hier die Fähigkeit. Das macht Jessica auf sich selber und der Zauber. Vollheilung auf sich selber. Das heißt, sie heilen sich gerade mal alle selber. Das meiste, wo es geht, ne? Besonders zweimal auf Jessica. Abwehr.